Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends Mobile News Update. Ich habe vorhin oder vor ein paar Stunden erst das letzte Apex Legends Mobile News Update rausgeballert. Jetzt folgt schon das zweite, denn ich habe über eine exklusive Apex Legends Mobile Legende namens Fate gesprochen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, inklusive so einem Mini-Trailer, wo man die Umrisse der Legende schon erkennen kann und so weiter und so fort. Schaut in das Video noch rein. Geht nicht so lange. Wie gesagt, der Trailer ist kurz, aber ein bisschen interessant, würde ich behaupten. Diese Legende kommt wohl nur exklusiv für Apex Legends Mobile. Vorerst betont, ich habe jetzt die geleakten Fähigkeiten dieser Legende. Die möchte ich jetzt noch nachtragen. Und es könnte tatsächlich sein, dass das jetzt zum Release von Apex Legends, wenn dann Apex Legends Mobile rauskommt, schon die 10. Legende sein könnte. Denn im vorletzten Mobile News Update habe ich darüber gesprochen. Zum Release gibt es 10 Legenden. Ein Auswahlbildschirm habe ich gezeigt und dort hat man nur 9 Legenden gesehen. Der 10. Slot wäre sichtbar gewesen, war aber nicht abgebildet. Der ist wie rausgeschnitten gewesen, keine Ahnung. Er war einfach nicht da, als wären es nur 9 Legenden. Und wir sehen die Standardlegenden, die wir von Anfang an haben, inklusive Octane. Und ich habe vermutet, dass dann wohl logischerweise Season 2 lastig Watson die 10. Legende ist. Einer von euch meinte angeblich Loba. Das glaube ich aber nicht. Das ist ja mitten in die ganzen Seasons gegriffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Fate die nächste Legende, exklusive Legende tatsächlich schon sein könnte. Nur eine Theorie. Ich habe die Fähigkeiten, möchte ich jetzt endlich drüber reden, bevor ich lang drum rumlabere. Die passive Fähigkeit nennt sich Slipstream. Wir bekommen einen kurzen Geschwindigkeitsboost am Ende eines Slides, also eine kleine Movement-Legende, aber mit Wraith-lastiger Ulti. Finde ich extrem interessant. Die taktische Fähigkeit hat es extrem in sich, wenn sie tatsächlich so kommt. Nur inhaltlich müssen wir mal gucken, wie das Ganze passiert. Nennt sich Flashback. Und zwar bringt es uns auf Deutsch, wird so übersetzt, bringt es uns an einen Ort zurück, vor dem wir einer Weile waren. Das heißt, wir können quasi zurückspulen. Es ist zwar alles passiert, du portest dich quasi an einen Ort zurück. Wie das dann aussieht, ob man einen Marker an Punkt A setzen muss, wo du sagst, okay, ich pushe jetzt da rein, sozusagen so ein bisschen ähnlich wie die Revenant-Legende. Die ultimative Fähigkeit, du pushst rein, du merkst, du hast es verkackt und kannst dann den Button drücken für die Taktik und wirst dann zurückgeportet. Das muss man sehen und was eine Weile bedeutet, wie weit man zurückreisen kann, sage ich mal, bleibt auch noch abzuwarten, ob nur 3 Sekunden, 5, 10, keine Ahnung. Oder du verkackst den Push, merkst, es geht schief, hast schon extrem viel Leben verloren. Wenn du dann sozusagen Flashback in der Zeit zurückreist, müsste man ja theoretisch sagen, ob du dann wieder deine vollen Lebenspunkte hast, muss man auch mal abwarten. Das klingt auf jeden Fall ultra interessant. Und die ultimative Fähigkeit nennt sich Phase Chamber, Phasenkammer. Alle, die sich in dem Wirkungsbereich deiner ultimativen Fähigkeit befinden, werden unsichtbar, wie bei Wraith, wenn sie sich unsichtbar macht. Sollte klar sein, wahrscheinlich natürlich dann auch die Gegner. Das war's schon wieder. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr von den Fähigkeiten? Das war's, wie gesagt. Haut da rein, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch einen verdammt geilen Tag. Adieu.